Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich liebe es, wenn die Märkte so on fire sind wie jetzt gerade eben. Und zwar nicht nur die Kryptomärkte, sondern wir sehen es ja auch in den traditionellen Finanzmärkten, wie aktuell jetzt gerade die Aktien richtig schön anziehen. Wir sehen es bei Nvidia heute vor den Zahlen. Also wenn wir dieses Video jetzt aufnehmen, sind die Zahlen noch nicht raus bei Nvidia. Zieht die Aktie weiter an. Wir haben einen der großen Hedgefondsmanager von Cyan Asset Management, Michael Burry, The Big Short, ja, der jetzt gerade wieder den kompletten Semiconductor-Markt geschortet hat, der einen großen Short auf Nvidia platziert hat. Wir wollen uns heute mal alles anschauen. Was ist die Gesamtmarktsituation? Wie steht es um den Tech-Bereich, also den Nasdaq? Zieht er so an? Wir hatten ja eine Zielzone gesetzt. Es ist mega viel los am Markt. Ich finde es geil. Geben Sie mir gerne mal ein Feedback, wie es Ihnen gerade geht, ob Sie eher verängstigt sind. Wie ist denn Ihre persönliche Marktstimmung gerade? Starten wir los. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Ja, ich sage danke für die unglaublich wachsenden Zahlen. Wir sind seit gestern habe ich ein Video gemacht, das geht jetzt schon in 60.000, 70.000er Riege rein, habe mich bedankt für die 280.000 Abonnenten, die wir erreicht haben, jetzt in unter einem Monat. Also wir wachsen aktuell gerade mit, ich meine, 36.000 Abonnenten pro Monat. Das ist für einen Finanzkanal einmalig in Deutschland. Und da sage ich danke, denn das sind Sie, die uns das Vertrauen schenken. Und nur deswegen haben wir diesen Wachstum. Bevor wir uns jetzt alles anschauen, ich habe einige Charts mitgebracht. Es ist wirklich eine super spannende Situation am Markt. Wollen wir ganz kurz etwas zurückgeben. Wir spenden 100% unserer Werbeeinnahmen. Ich habe jetzt auch gestern wieder einem weiteren deutschen Rentner geholfen. Los geht's. Entschuldigung, wenn ich Sie einfach so anquatsche. Folgendes, unsere Firma sammelt Spenden, die geben wir raus an deutsche Rentnerinnen und Rentner, die das ganze Leben lang ins Spendenrentensystem eingezahlt haben, dann kommt nachher nichts raus, das werden Sie wahrscheinlich wissen. Wir wollen keine Adresse von Ihnen, sonst auch nichts, wir wollen Ihnen einfach nur was geben. Sie scheinen zwei sehr sympathische Männer zu sein. Bitte sehr, 1, 2, 300 Euro ist echt, checken Sie das bitte. Einfach nur, weil Sie dieses Land mit aufgebaut haben. Ja, das stimmt. Also, das stimmt. Nehmen Sie es an oder nicht? Bitte sehr. Nimm doch. Und du nimmst es auch. Alles klar, ja. Danke. Einzige, was möchte in die Hand schütteln. Ja, alles Gute. Klar, danke. Alles Gute Ihnen. Danke. Machen Sie es gut, ja? Danke. Alles klar. Ja, vielen Dank. Ich sage wieder danke für die Werbeeinnahmen, die durch die Klicks hier generiert werden und die werde ich direkt auch in Zukunft weiter rausgeben und versuchen, den Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Also starten wir direkt mal los. Erster Post, den ich zeigen möchte, ist von Jesse Cohen. Und zwar schreibt er hier, das ist direkt von heute, Nasdaq 100 QQQ, das ist auch der Wert, den Michael Burry damals geschortet hat und den Short jetzt erst mit 40% Verlust geschlossen hat. Ja? Nasdaq 100 QQQ rises 1.2% to highest level since January 2022. Also der Nasdaq steigt um 1.2% auf den höchsten Stand seit Januar 2022. Microsoft rises 2.1% to close on record high. Warum ist das so? Oder dass die Fundamentalnachricht da dahinter ist. Sam Altman, der Creator von OpenAI, dem ersten großen künstlichen Intelligenz-Tool OpenAI, also ChatGPT, die meisten werden es kennen und einige von Ihnen auch nutzen, wurde ja von OpenAI, also ChatGPT, entlassen und dann direkt von Microsoft übernommen. Und jetzt spricht man schon davon, dass 700 Top-Mitarbeiter von OpenAI aus Verärgerung heraus über die Entlassung von Sam Altman direkt wechseln wollen zu Microsoft. Das ist eine absolute Katastrophennachricht für ein neues Startup-Unternehmen wie OpenAI. Die sind fertig, weil solche Unternehmen leben ja nicht nur von der Idee, sondern sie leben von den Mitarbeitern, die diese Idee umsetzen. Und wenn die gehen, dann hat der Laden zu Ende, muss man einfach so sagen. Also, es geht weiter. Nvidia closes at record after advancing 2.3% on Monday. Und hier schließe ich mich ganz klar an Jesse Cohen. Das sagen wir ja seit Monaten. Nein, es ist kein Bärenmarkt. Nein, wir bekommen keinen Untergang. Das Gegenteil ist der Fall. Und wir sehen das ja auch an den Märkten. Wir ziehen auf ganzer Bandbreite wieder an. Ich schließe mich also seiner Ansage auch an. This type of price action is usually not indicative of bear market or an imminent recession. Also, diese Art von Preisbewegung ist nicht indikativ oder ein Hinweis auf einen Bärenmarkt oder eine bevorstehende Rezession.
Lesen wir mal direkt weiter, bevor wir dann auf unsere Charts gehen. Investing.com schreibt hier, Big Short Investor Michael Burry closes out short bets against S&P 500, SPX and Nasdaq. Also er schließt seine Short-Positionen. Darüber hat ja die halbe Welt gesprochen. Michael Burry, 1,6 Milliarden Short, den er jetzt schließt. Burry reveals new short bet against Nvidia Chip Stocks. Also er shortet jetzt Nvidia und wir schauen uns jetzt gleich mal an und das ist auch die Hauptfrage, der ich mich heute widmen möchte, ist, wie sehen wir das auf Basis der Elliott-Wellen? Stimmen wir zu? Ist es eine gute Idee, die Aktie jetzt zu shorten und sind wir langfristig auch bärisch eingestellt, wie Michael Burry hier, der ja wohl offensichtlich davon ausgeht, dass die Aktie, die extrem gelaufen ist in den letzten Monaten, einer der stärksten Performer überhaupt, Nvidia im Halbleitergeschäft, dass dieser Anstieg zu einem Ende kommt und dass der Markt im Anschluss sehr stark fallen sollte. Das ist ja der einzige Grund, warum ihn shortet. Wir haben dazu auch einen eigenen Bericht geschrieben, den können Sie sich anschauen. Wir verlinken das jetzt auch gleich mal unten in der Videobeschreibung. Wir haben ja auf unserer Seite www.hkcmanagement.de einen eigenen Trading Room, bei dem wir tagesaktuell durch unsere eigenen Finanzjournalisten jeden Tag eigene kritische Berichte verfassen, wie sie es auch von mir gewöhnt sind. Unabhängig und kritisch, rein aus dem Hause der HKCM. Und wir haben hier jetzt ganz aktuell geschrieben vom 17.11. Michael Burry vom Big Short zum großen Verlusten. Da wird das Ganze mal erklärt, wie die Position eingegangen war, welche Einzelpositionen gehalten worden sind, warum er den Short jetzt geclosed hat. Sehr, sehr interessanter Bericht, eine teure Fehleinschätzung unten in der Videobeschreibung. Sie können übrigens alle unter unserer Hauptseite unter hkcmanagement.de einfach hier auf Trading Room gehen, das anklicken, das ist alles kostenlos, jeden Tag neue Berichte und beispielsweise hier klicken Sie mal direkt drauf und dann kommen Sie hier auf den Bericht von Michael Burry. So, schließen wir das Ganze an, bevor wir hier mal direkt drauf gehen. Breaking: Michael Burry just shorted the entire semiconductor sector, bought 47 million of puts on SOXX, also hat im Wert von 47 Millionen US-Dollar Short-Positionen, Puts, also Put-Optionen gekauft auf den SOXX. Was ist der SOXX? Das ist der iShares Semiconductor ETF, also das ist ein ETF, der sich auf den gesamten Semiconductor-Markt hält. Er shortet diesen, er hat also zum einen Nvidia geshortet und zum anderen shortet er jetzt den gesamten Sektor. Hier steht es auch nochmal, since then SOXX is up 7.5%. Also seitdem er das gemacht hat, ist der Short mit 7,5% unter Wasser, beziehungsweise der Semiconductor ETF SOXX ist um 7,5% gestiegen. Jetzt ist es einfach hier zu sagen, dieser Trottel, der hat ja keine Ahnung, der hat einmal Glück gehabt mit seiner Wette damals. Deswegen wurde ja damals auch der Film gedreht, The Big Short, durch den er bekannt geworden ist, wo er im Voraus die Subprime-Krise gesehen hat, also den Zerfall und das Platzen der Hypothekenblase in den USA. Ist alles dann auch so gekommen. Er war zwar sehr früh dran, er wäre fast pleite gegangen mit seinem Short, weil er ihn auch da wieder zu früh eingegangen ist. Also es ist ja oftmals so, ein Visionär sieht Dinge, auf die der Markt selbst noch nicht vorbereitet ist und er ist dann einfach zu früh. Und er hat den Markt geschortet, der Markt ist noch deutlich weiter gelaufen und dann hat es am Ende des Tages auch geklappt. Er hat damit über 1 Milliarde verdient, aber es war wirklich haarscharf, dass er einen Zahlungsausfall gehabt hätte, weil er die Verluste, die bis dahin angelaufen sind, fast nicht mehr bedienen konnte. So, und jetzt wollen wir uns mal das Ganze anschauen. Wir haben uns jetzt erstmal die fundamentale Landschaft angeschaut und jetzt gehen wir mal auf unsere Einschätzung. Ich zeige Ihnen, ob wir investiert sind. Wir analysieren Nvidia ja dauerhaft und wie unsere aktuelle Situation ist, beziehungsweise wie unsere Einschätzung ist auch auf Sicht der nächsten Jahre. So, imminenter Chart. Nvidia ist ja Teil unseres Tech 33 Aktienpaketes. Übrigens, wer sich aktuell sagt, ich möchte in der Black Week nicht in Elektronikschrott investieren, sondern in meine eigene Zukunft. Und ich meine, jetzt gerade ist es essentiell wichtig, wo die Märkte an so einem Scheidepunkt sind. Wir haben jetzt gerade 20% Rabatt auf all unsere Märkte zusätzlich, also on top auf die Laufzeitrabatte, beispielsweise auch die Aktienpakete, wo wir alle Einstiege, Ausstiege vorgeben, exaktes Positionsmanagement, also wo wir Stops setzen, wann wir reingehen, wann wir rausgehen, wie wir Positionen anpassen und so weiter. Können Sie jetzt aktuell alles buchen auf unserer Homepage www.hkcmanagement.de. So, wir schauen uns jetzt Nvidia an, 4-Stunden-Chart. Vielleicht mal ganz kurz gezeigt, das sind ja unsere Kaufzonen hier. Aus der Vergangenheit hatten wir auch eine hier vom 28. Dezember. Markt läuft rein, baut die Trendwende aus. Das ist das, was wir sehen wollen, was wir berechnen auf Basis der Elliott-Wellen-Methodik. Wir berechnen Trendwendebereiche. Ja, wir
tun dabei alle Fundamentaldaten komplett ausschließen. Das wird von vielen Leuten missverstanden, weil sie davon ausgehen, ja, ihr beachtet das gar nicht. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Nur gehen wir davon aus, dass alle Informationen in einen Wert bereits eingepreist sind. Eine Aktie, ein Wert, egal ob Bitcoin oder ein Rohstoff, ein Edelmetall wie Gold und Silber, alle Informationen sind eingepreist in den Kurs. Denn der Kurs ist die Gesamtheit aller Käufer und Verkäufer. Sie spiegelt das Sentiment, die Marktstimmung wider. Somit sind alle Informationen bereits im Chart. Und wenn man in der Lage ist, diesen Chart auslesen zu können, die Sprache zu sprechen, die er einem vorgibt, oder die Melodie lesen zu können, dann kann man auch die zukünftigen Bewegungen zu ungefähr 70% Wahrscheinlichkeit berechnen. So, und das machen wir eben hier. Und wir sehen, wo der Markt Trendwendebereiche ausbaut. So, und wir hatten das hier dem letzt wieder gemacht. Ich möchte gleich mal den Beweis antreten, damit das auch jeder sehen kann. Wir gehen hier auf unseren Login-Bereich. Sie sehen hier übrigens, das ist die Black Friday-Aktion, Rabattcode BLACK20. Und zwar gehe ich hier direkt intern rein bei Nvidia, Tech33 Aktien, am 23.10. Wir gehen also in die Vergangenheit, schauen uns hier den aktuellen Chart an. Nein, das hier ist er. Machen ihn groß, Text fällt raus. So, und jetzt sehen Sie hier die noch aktive Zielzone vom 23.10. Bevor der Markt hier also reingelaufen ist, haben wir gesagt, innerhalb des Bereiches zwischen $400 und $309, das ist die Zielzone, soll die laufende Abwärtsbewegung zu einem Ende kommen. Und von dort aus, wie der Pfeil hier zu erkennen gibt, sollten wir weiter ansteigen und im Anschluss natürlich über die $521,39 bisherige All-Time-High drüber steigen und dann hier weiter hoch, um dann die große 5 der übergeordneten 1 fertig zu machen. Und das ist wichtig und das müssen wir uns merken, wenn wir uns gleich den übergeordneten Chart anschauen. Also wir haben gesagt, Markt geht hier rein, dreht, kommt hoch. Was ist passiert? Markt ging rein, hat hier sein Tief bei 390 ausgebaut, also gleich unter der ersten Fibonacci-Kennzahl von $400, hat dann die Trendwende vollzogen und dreht seitdem hoch. So, und was haben wir hier gesehen? Wir haben bisherige All-Time-High von $521,39. Der Markt läuft jetzt gerade hier hin. Ich kann mir gut vorstellen, dass Folgendes passieren wird. Der wird den erstmal hier antesten, diesen Bereich, möglicherweise mehrmals, dann hier drüber gehen. Was wir sehen wollen, ist als Bestätigung, dass er von dort dann von oben nochmal rankommt und dann hier weiter marschiert. Vielleicht mal gleich die wichtigste Frage für viele Leute, die sich jetzt sagen, soll ich jetzt hier noch einsteigen? Wenn Sie mich persönlich fragen, oder anders gesagt, steigen wir jetzt noch ein? Nein. Haben wir hier eine Kaufnachricht rausgegeben an die Abonnenten, wie wir es normalerweise machen, wenn wir einen Einstieg tätigen? Nein. Warum ist das der Fall? Auch wenn sich die Trendwende hier vollzogen hat, die war korrekt berechnet, alles schön und gut, wer das hier tradet, kann jetzt seinen Stop nachziehen. Er ist aktuell bereits knapp 30% im Gewinn. Alles schön und gut. Sobald ja in den täglichen Updates die Zielzone ausgegraut wird, ist das für die Abonnenten ein Signal, den Stop nachzuziehen auf den Entry. Somit gibt es kein Risiko mehr auf Verlust. Sollte der Markt nochmal zurückkommen, werden wir einfach 0 auf 0 ausgestoppt. So, das hat alles schön funktioniert. Warum sind wir nicht selber eingestiegen? Ganz einfacher Punkt, zeige ich gerne. Wir gehen davon aus, dass auch wenn der Markt jetzt hier noch Platz hat nach oben, alles schön und gut, wenn wir die 5 hier abschließen, gehen wir von einer groß angelegten Korrektur aus. Wir wissen nicht sicher, ob der Markt genau hier das 61,8er anläuft bei 6,22, das ist der goldene Schnitt, die $622,86, um dann zusammenzubrechen, also ich sollte vorsichtig sein, wie ich hier rede, um dann eine größere, ausgedehnte Korrektur zu vollziehen. Wir wissen es nicht, ihm kann auch vorher schon die Luft ausgehen. Uns ist es in diesen Bereichen hier oben, wo man sagt, da wird die Luft dünn, ist es uns aktuell zu gefährlich, noch hier einzusteigen. Ja? Das ist also eine ganz klare Situation. Wir hatten ja hier damals das Tief, Oktober 2022. Der Markt ist seitdem um 366% gestiegen. Und wir sind jetzt einfach vorsichtig. Ja? Das heißt also, wir können uns vorstellen, dass was Michael Burry jetzt hier macht, eine Situation ist, wo er wahrscheinlich etwas zu früh wieder dran ist. Das wird er verschmerzen können, wenn er hier nicht zu stark reingegangen ist. Das heißt, selbst wenn der Markt jetzt den hier macht und er zieht noch ein bisschen weiter, selbst wenn er hier rankommt, in dem Bereich hier oben sehen wir absolut Schluss und dann sollte der Markt hier
sehr stark runter wieder korrigieren. Das werden wir auch skizzieren in Zukunft dann, sobald wir das hoch kennen. Es kann aber auch sehr gut sein, dass der Markt in dem Bereich hier schon seinen Top findet, dass er gar nicht mehr so hoch kommt. Deswegen haben wir uns entschieden, hier nur eine Trading-Zone zu hinterlegen, aber selbst nicht einzusteigen. Zeige ich jetzt auch noch ganz kurz hier in unserem Portfolio, Tech33, das kriegen die Abonnenten jeden Tag geupdatet zugeschickt. Year-to-Date-Performance seit dem 1. Januar, 36% im Plus. Und da kann ich mal die Position zeigen. Wie Sie sehen, hier sind wir nicht mehr in Nvidia positioniert. Wir sind damals ausgestiegen mit etwas über 80% Gewinn. Das heißt, wir haben weit nicht den ganzen Anstieg mitgemacht, ganz klar. Alles gut, es gibt andere Werte, wo wir überzeugter sind, dass die noch mehr Potenzial haben. Beispielsweise Palantir sind wir jetzt knapp 130% im Plus. Oder Coinbase oder Tesla hatte ich die letzten Tage besprochen. Die sind jetzt alle weiter angezogen. Das bestätigt unseren Case, dass wir eben hier nicht im Bärenmarkt sind, dass 95% aller Marktteilnehmer, die eben erwarten, dass Armageddon kommt, das haben sie ja dieses Jahr schon erwartet, dass die auf dem falschen Fuß erwischt werden. Und wir sehen weiterhin hier einen Anstieg, wenn wir uns den nackten Chart des Nasdaq mal anschauen, ja, mal ohne Counts drin, ich möchte es einfach mal nur zeigen, seit dem 26. Oktober, wir hatten hier die Abwärtsbewegung, da hat die Angst wieder zugenommen, da ist beim Fear and Greed Indikator, hatten wir genau hier den Höchstwert an Fear, also an Angst im Markt, genau in diesem Bereich, ja, da war wieder die Angst am größten, jetzt brechen wir erst richtig runter. Da wurde von vielen Analysten der neue Bärenmarkt ausgerufen. Jetzt ganz klar bärisches Signal. Und seitdem haben wir genau Folgendes gesehen. Markt steigt jetzt bereits wieder um knapp, es sind ein bisschen weniger, glaube ich, es sind 13,99 oder so Prozent. Sei es drum, 14% aktuell angestiegen. Wie haben wir uns entschieden? Schauen wir uns ganz transparent an, auch hier im Backend-Bereich unseres Trading Rooms. Heutiger Tag, 21.11., Nasdaq, frische Luft, Text fällt runter. Das ist genau das Tief hier, 14.140 Punkte, das war unsere Zielzone. Wir haben gesagt, innerhalb dieser dreht der Markt um. Wir haben diese leicht unterschritten, wohlgemerkt, ist alles richtig, ist leicht unterschritten worden. Aber unsere grundsätzliche Ausrichtung, wie man hier sehen kann, dass der Markt im Anschluss weiter stark anzieht, wie ich mich hier seit Monaten klar positioniere, dass wir weiter Anstiege sehen werden, hat bisher gestimmt. Wir fühlen uns hier ganz klar bestätigt. Ich könnte das auch für den DAX zeigen, für den Dow Jones zeigen, für den S&P 500 zeigen. Überall haben wir die Trendwenden recht gut getroffen und wir drehen jetzt wieder stark nach oben. Wir sehen weitere Zuwächse. So, ich hoffe, das Ganze hat Ihnen einen guten Einblick gegeben. Wir gehen also durchaus davon aus, dass ein Michael Burry in den nächsten Monaten mit seinem Short dann recht behalten könnte, dass also Nvidia dann zu stark überhitzt seinen Zyklus des Fünfteilers fertig macht und wir dann mal wieder eine ausgedehntere Korrektur sehen. Wenn Ihnen das Ganze einen Mehrwert gegeben hat, lassen Sie einen Like da, gerne einen Kommentar. Nutzen Sie jetzt unseren Rabattcode, investieren Sie in Ihre Zukunft. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Machen Sie es gut. Danke.